Wie häufig kann man sich lasern lassen? Ganz einfach. Am Ende der Behandlung brauchen wir eine gewisse Restdicke. Das heißt, bei Errechnung der Erstbehandlung sehen wir, wie viel Gewebe noch übrig bleibt. Und aus dieser Formel, man kann das so nennen, können wir ganz genau sagen, wie viele Dioptrien noch übrig geblieben sind für eine Nachbehandlung und dementsprechend auch die Antwort. Es gibt Patienten, wo wir einmal nachbehandeln, und es gibt Patienten, wo man im Laufe der Jahre häufiger nachbehandeln musste, aber das ist eigentlich extrem, extrem selten. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit dem Patienten umgehen und was Sie bei uns zu erwarten haben.